So, Päuschen vorbei. So, irgendwo hier runter muss ich. Noch ein ganzes Stück fahren, lol. So. So hier. Gut. Ich will gar nicht wissen, wie viele Quests ich auf Nashadar angenommen habe. Genau. Und da waren ja noch welche offen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich glaube, einmal hast du auf jeden Fall wiederholbare Quests angenommen, wahrscheinlich. Warte. Das sind ja die ganzen Event-Dinger hier. Die sind vor allem auch noch wöchentlich. Wenn ich die absage, kann ich die erst in der Woche wieder annehmen. 6 Stück habe ich angenommen, dann war ich voll. Und dann waren noch welche offen, ey. Toll. Also, das wird dort auch noch ein Weilchen gehen. Ich kann da lang. Ja, da komme ich lang. Hast du schon das Datacon gefunden, wo du dich mit einer Explosionsladung rüberbouncen musst? Nee. Da darfst du. Hast du den First Wear geschafft, oder? Ich hab's rüber geschafft, aber dann hat mich Star Wars zurückgesetzt wieder auf die Plattform. Weiß? Ja. Durfte ich dann erstmal warten und warten. Dann kam natürlich diese Bombe nicht mehr. Dann habe ich mir gesagt, na gut, machst du das halt im nächsten Stream. Dann habe ich das aber am nächsten Tag offscreen gemacht, frühstyle. Weil ich ja noch auf dem Minecraft-Server wollte. Ja. Morgens wolltest du auf dem Minecraft-Server? Hä? Morgens wolltest du auf dem Minecraft-Server? Nein, ich habe das dann am nächsten Tag morgens gemacht, wo ich immer die Tagesbelohnung abhole. Und also, da, wo es mich dann drüben mit einem Bauchklatscher versetzt hat, habe ich mich, bin ich aufgestanden, habe mich bewegt, damit das mich ja nie nochmal zurücksetzt. Aber das war echt ein Reinfall. Das war wirklich zum Streamende vor 2 Tagen. Ja, da war ich ja leider nicht da. Wie komme ich jetzt hier rein? Oh ne, ist das nicht dein Ernst, oder? Och, komm, ey, wieder gewinnen. So schnell stirbt niemand. Könnt's auch nicht sein lassen. Wir wissen doch, dass sie verlieren. Geh ich da, vielleicht ist das Ding okay. Beim hier in der Nebenquest würde sich das lohnen, als Bonusquest noch so viele Gegner zu klatschen, weil hier einfach so viele gerade rumstehen. Nö, einfach nö. Zerstöre die Störvorrichtung. Welche sind, welche sind das denn? 1, 2, 4 und 3. Ich sehe nur 2.
Das Schöne ist wenigstens, immer wenn viele Gegner sind, sind sie easy. Also wenn die Aufgabe lautet 30, 40 zu killen, sind sie zu Cookie-Fuck. Ich hab bei, also vor 2 Tagen mal geguckt, wie viel Damage ich mache, wenn ich so hintereinander weg die ganzen Attacken einsetze. Irgendwas mit 3100 mache ich aktuell. Dafür bräuchte ich einen ordentlichen Boss, um das zu schauen. Es war einfach ein Sith mit irgendwas mit 20.000 Leben. Ja, aber die 3000 maximal kriegst du nur auf gut Glück hin. Den Maximalwert, sonst der rechnet ja immer nur den Minimalwert. Ja, ich hab da immer eine ganz schöne Combo eigentlich. Wenn sie hinhaut, ohne dass ich weggebounced oder so werde, eigentlich die 3000 locker erreichen müsste. Ich habe oben eine Combo, aber dass dieser Spezialangriff gewertet wird, das ist dann immer so ein Ding. Wo sehe ich denn? Also Damage Zahl sehe ich, aber wo sehe ich das Leben eines Gegners? Unten neben dein Leben, wenn du einen angestellt hast. Nur, dass sie voll ist. Ich habe da keine Zahl. Ja, ich habe eine Zahl stehen. Ansonsten... Nein, du hast das irgendwo angestellt. Nee, ich habe einfach nur unten das Ding aufgeklappt. Da hast du mehrere Möglichkeiten. Das meine ich ja, das hast du halt anders angestellt als ich. Ah, aber ich ansonsten halt, wenn du sein Gegnerbild siehst, einfach mit der Maus drauf gehen. Ja, sehe ich gerade. Der 10.675. Ich glaube, das Maximale, was hier ein normaler Gegner ein Level, ein Leben hat, ist 28.000. Wie viele Attacken hast du verwendet? 4 Attacken, glaube ich. Ja, okay, dann habe ich ein bisschen mehr. Ich habe nämlich einmal meine Leiste durchgemacht, dann war er ja sofort bei der Hälfte tot. Ja, ich brauche gleich nochmal einen stärkeren Gegner, das interessiert mich jetzt auch. Geh zum Weltenboss, da kannst du es am besten testen. Wo ist der überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es hier einen gibt. Aber die haben immer schön viele Leben, so knapp 300.000, 400.000, 500.000. So ein Weltenboss würde ich aber gerne mal klatschen. Ich würde gerne mal wissen, was der an Loot raushaut. Müssen wir zusammen machen, glaube ich. Ah, da müssen wir auf einen der Anfangsplaneten gehen. Da sind sie nämlich noch recht easy, wenn wir es zu zweit machen. Ah, da ist wieder einer. Der hat wieder 10.000 Level gemacht. Mach jetzt 3 Attacken. Dono. Okay, du musst bei dir berechnen, du hast 2 Lichtschwerter. Ich kämpfe nur mit einem Lichtschwert. Ja, eben, ich mache über 6000 Damage. Gut gemacht! Siehste? Die Sanitätsflüge sind dann sind wir ungefähr bei der Hälfte. Also, machen sich bereit zum Einsatz. Ich würde dann einfach die Hälfte abziehen. Ist das die Person, also, die ich suche, Soldat? Jawohl, Sir. Captain Herron, 2. Infanteriedivision. Danke dafür, dass unsere Transporter wieder fliegen können. Ihr habt uns heute einen großen Dienst erwiesen. Ich habe nur getan, was richtig war. Ihr habt vermutlich bemerkt, dass Wecker ein pflichtbewusster Mann ist. Deshalb wird er heute wieder an die Front entsandt. Oder ein Chelsea-Grinsen im Gesicht. Ja, Sir. Danke, Sir. Ja. Oh, ja, die letzte Nebenquest ist erledigt. Ich hab nur noch die Haupt... Das ist eine Heldenmission, okay. Nur noch die Hauptquest. Schön. Jedi-Verteidiger. Mhm. Ein dicker Jedi, der einfach nur faul rumsitzt und nichts macht. Da ist Jedi Gelehrter, läuft rum. Okay. Muss ich nichts dazu sagen, hoffentlich. Kann ich hier mit nichts fahren? Nö. Das ist auch eine Heldenmission, die will ich nicht haben. So, na dann. Ich muss zum Axialpark. Dann gehen wir da doch hin. Boah.
schmeckt gleich den Unterschied hier bei meinem Kaffee. Ich weiß nicht warum, irgendwie hat sich bei mir in den Kühlschrank, weißt du, ich trinke immer diese gekühlten Latte Macchiatos. Ja. Irgendwie hat sich da Latte Cappuccino eingeschlichen und ich schmecke sofort den Unterschied. Der Latte Macchiato, der ist schön cremig, der Cappuccino ist so eher süßlich. Ist nicht wirklich mein Fall. Ich weiß nicht, ob ich den beim letzten Einkauf geholt habe oder ob das mein Großer war, dass der nicht richtig gelesen hat. Aber gut, zum Wegkippen ist es zu schade. Solange man es trinken kann, ist alles gut. Ja, es ist halt nur die Süße, die mich ein bisschen, ich sag mal, anwidert. Ich esse zu abends auch gerne mal einen Schokoriegel oder irgendwas Süßes. Aber da achte ich auch schon wirklich drauf, dass das nicht allzu süß ist. Zu süße Sachen kriege ich nicht runter. Die lasse ich lieber für meine Kinder. Und so ein Cappuccino hat mein Ältester auch schon mal gekostet. Weil er wollte das unbedingt mal kosten, was ich da immer trinke. Na ja, komm, hol mal die einen, trink's. Ne? Hat einen Schluck getrunken. Nee. Frei so, warum willst du nicht mehr? Schmeckt nicht. Ist schon wieder eine Nebenquest. Schmeckt nicht. Ich so, hä, warum? Es ist doch süß, das, was du eigentlich immer zu dir nimmst, wie die ganzen Energies. Hat einfach nicht geschmeckt. Oh, ich hab schon wieder eine fucking Nebenquest. Wir werden das Imperium von Corellia vertreiben. Magusa no pajonki. Faguta Giotto endia. Tu patula musta. O grangi tampio dume dunca. Wasta micha kolkuka du magi. Ta us hagua opa. Weiß nicht, ob die immer erst auftauchen oder ob du sie übersiehst. Die Bahn nicht sprengen? Ich bin beeindruckt. Ich glaube, die tauchen erst auf. Ich bin eine Tweepy Taiboka Donko Wanawanga. Muguto Neonpi, Bedwana Nibobo Chopo Uma. Weil im Maxialpark war ich ja schon. Die Truppen brauchen ihre Vorräte. Ich werde eure Männer beschützen. Ja. Hey, moin. Ich sehe gerade nichts, ich bin im Dialog. Ja, ich sehe die auch nicht. Ich bin auch gerade auf der Map hier unterwegs. Ja, mich führt die Hauptquest hier hin. Triff dich mit dem Reparaturteam. Ja, aber vorher machen wir die Storyline weiter. Das Lustige ist, die Heldenmissionen, die werden dir sofort auf der Minimap angezeigt. Alle anderen nicht. Die siehst du erst, wenn es soweit ist. Das Witzige ist, ich glaube, wir sind sogar im selben Raum gerade, ohne dass wir uns sehen. Ich bin gerade bei General Aves. Da bin ich, General Aves. Captain Cantarus sagte, ich würde gebraucht. Wenn wir euch irgendwo auf Corellia brauchen, dann hier. Wir sind nahe dran und die Imperialen wissen es. Wir marschieren schon, seit die Blockade beendet wurde. Als wir den Axialpark erreichten, hat das Imperium schon auf uns gewartet. Der Axialpark ist das Tor zum Kapitolplatz und ein Denkmal für die Geschichte der Republik. Wir dürfen hier nicht versagen. Die Macht ist auf unserer Seite. Muss ich gerade versagen auf. Ist ausgeschlossen. Da will ich euch mal vertrauen. Die Jedi, hat vorne die an der Tür noch sind, so haben nicht auf unsere Hilferufe reagiert. Jedes Mal, wenn wir Fortschritte machen, geraten unsere Soldaten in einen Hinterhalt. Glück nicht mehr durch. Diese Sondereinheiten und die imperiale Armee sind zu viel für meine Leute. Wir stehen vor einer Großoffensive im imperialen Gebiet. Aber ich brauche jemanden da draußen, der sich um die vielen Hinterhalte kümmert. Ich werde mit allem fertig, was das Imperium mir entgegensetzt. Das ist mal unfair. Das glaube ich gern. Wir müssen den Boden sichern, den wir schon haben. Unsere Ingenieure heben Gräben um die Kommandozentrale herum aus. Die Ingenieure haben bewaffnete Eskorten. Aber das Imperium hat hart zugeschlagen. Sie werden unseren Schutz brauchen, bis die Gräben befestigt sind. Schickt eure Leute an die Arbeit. Ich werde das Imperium beschäftigen. Geht schnell und entschlossen vor. Es steht zu viel auf dem Spiel, um Risiken einzugehen. Meine Scouts arbeiten daran, Sondereinheiten aufzuspüren, bevor sie zuschlagen.
Wenn ich etwas höre, gebe ich euch euer nächstes Ziel durch. Bereitet euch gut vor, bevor ihr ausrückt. Auf dem Schlachtfeld gibt es keine Ruhepausen. Okay. Ei. Anwesend. Level 60 ist mein Maximum-Level. Oder es ist verbuggt. Ich kann nicht über Level 60 gucken. Haha. Ja, Darko, ne? Da hast du jetzt wohl ein Problem an der Backe. Ja, ich lachte dich aus, wenn du nicht über Level 60 kommen kannst mit deiner immer Level 61er Ausrüstung. Ja, man muss über Level 60 kommen können, sonst kriegst du, wäre die Ausrüstung ja sinnlos. Die Abonnenten. Es bleibt und wird ein Pay-to-Win-Spiel. Naja, halt, dann abonniere ich einmal und fertig. Und dann komme ich über Level 60. Ja. Da wird halt einfach nur ein einziges Mal abonniert. Da wird jeden Tag Star Wars gestreamt, 6 Stunden lang. Passt. Sag mal, muss ich jetzt hier auf dem Feld kämpfen? Nee. Ich muss hier unten kämpfen, tatsächlich. Sif Ausrader, du stirbst jetzt. Keine Sorge. Kira, was machst du da? Du drehst dich im Kreis. Wurde richtig geblitzt worden von dem Sith. Und so richtig heilen kann die alte Karo nicht mehr. Das ist scheiße. Ja, jetzt ist sie wieder frei. Oh, der ist schon tot. Da ist noch ein Sif. Und eine Lootkiste. Kira kämpft. Ich muss looten. Der ist ja schnell runter. Was ist mit dem falsch? Hä? Darko? Ja? Was ist los bei dir? Ich hab jetzt mal neu gestartet, kann ich nicht handeln. Ja, ich wundere mich gerade. Hä? Darko spielt Star Wars? Alles klar. Sieben Nachricht? Ja. Das sieht man ja zum Glück im Stream nicht. Hier ist ein Haufen Sif. Mir macht das Kämpfen Spaß. Ey, der ist auch so schnell down. Hä? Was sind denn das für Low-Bob-Gegner gerade? Das sind zwei Sif. Das macht mehr Spaß. Nee. Opus, ey. Die Gräben sind jetzt weit genug vorangekommen. Aber die Lager unserer Langstreckenartillerie werden jetzt angegriffen. Und die Truppen brauchen Unterstützung. Begebt euch zu den Lagern. Haltet das Imperium auf. Und überzeugt euch, dass die Artillerie noch funktioniert. Was ist denn? Jetzt lässt du mich. Alter. Lass mich auch.
Oh nee, noch eine Nebenquest. Ist ja auch Zeit, dass mal jemand reagiert. David ist halb tot. Henley und Chrisim geht es auch nicht viel besser. Die Imperialen haben uns festgesetzt und ihr gehört nicht zur Corsac. Dann haben sie Kontrollpunkt Lambda vermutlich auch überrannt. Ich hoffe, ihr seid großmütig, denn unsere ganze Mission ist gefährdet, wenn uns nicht von außen jemand hilft. Ja, ich schaffe euch die Imperialen vom Hals, sobald ich zu euch vordringe. Nein, es gibt Wichtigeres zu tun. Ein Netz von Überwachungskameras, Surfnet, überzieht die ganze Stadt und liefert Informationen an die Überwachungsstationen hier in der Corsac-Akademie. Mein Trupp sollte die Akademie infiltrieren und die Stationen lahmlegen. Zurzeit kann sich kein Republikaner die Nase putzen, ohne dass die Imperialen Bescheid wissen. Cool, cool. Ich kümmere mich drum, ja. Dann müssen die Stationen allerdings ausgeschaltet werden. Aber was ist mit euch? Uns sollt ihr auch nicht vergessen, aber erst müsst ihr die Stationen lahmlegen. Ich befinde mich mit meinem Trupp im Hauptgebäude. Wir haben die Bildschirme hier zerstört, bevor die Imperialen auf uns aufmerksam wurden, aber es gibt noch mehr davon. Nehmt euch in Acht und beeilt euch! Wir sehen uns, wenn ihr zu uns vordringt. Und noch eine Nebenquest. Ich kann langsam die Schnauze. Lol. Es ist alles hier gleich um die Ecke. Ich muss eben am Kreis drin fertig. Ja, ich will jetzt dieses Wohlstandszeug machen da von diesem Fest. Das juckt mich halt in den Fingern. Da waren wir nicht mal über Stufe 50, oder? Nee, mein Charakter hat glaube ich 41, 42 oder so. Meiner aber auch so in der Dreh. Also bei mir fehlt offiziell ein EP, aber schon seit Ewigkeit. Mir fehlt, ich habe 990.229 und man braucht 990.230 Erfahrungspunkte. Aber ich habe schon hunderttausende Erfahrungen eingesammelt durch Quest abgeben, sonstiges, also irgendwas stimmt da nicht. Ja, dann ist der Charakter kaputt. Da bist du Level 60? Nö, 59. Hä? Triff dich mit dem Reparaturteam, das ist... Hä, das ist doch hier, aber hier ist kein Typ, mit dem ich quatschen kann. Ah, doch, jetzt. Oh, jetzt kommen Gegner. Oh. Hi. Da kam ihn angesprungen. Noch einer. Ihr kleinen Drecksäcke. Nö, nicht mit mir. Ihr sterbt. Ganz einfach. Nö. Da ist noch einer. Attacke. Okay, der hält mehr aus. Der ist nicht so weich wie Butter. Alle beschützt. Cool. Was ist das hier? Ach, da ist so ein Ding. Geh mal, du kümmerst dich, ich deaktiviere. So.
Ding. War klar, dass sie mich angeht. So, alle drei deaktiviert, okay? Na dann ab zur Hauptquest nochmal. Besiege die Imperial bei den Langstreckenraketen, reaktiviere die Langstreckenraketen. Warum soll ich das machen? Hier rennen tausende Soldaten rum. Ich kämpfe gegen die Sith, okay, aber den Rest können auch die erledigen. Sehr faul geworden. Ich werde bezahlt? Nee. Wie kommen sonst die fast 1 Million Credits zustande, die man halt verdient? So. Ich habe nur 190.000. So schnell stirbt niemand. Ich hatte mal so viel. Nee, aber es ist halt wirklich so, die Republik, die ruht sich auf den Jedis aus. Die hoffen, dass die Jedis alles übernehmen und gut. Ist halt leider wirklich so. Ja. Und dann sind die Jedis die Bösen, weißt du? War ja zwar immer so, die Sith sind eh immer die Guten, aber trotzdem, scheiße. Pass mal auf mich, Junge, mit Feuer spielt man nicht, ne? So, hast du davon. Hä? Kommt ein Gegner? Nö. Oh! Jetzt piepen die drei Laserkanonen noch. Oh, ist das eklig. Das. Nee. Hilfe. Ich muss nur 3 umnieten. Haben wir hier irgendwo einen Dreier gespannt? Das ist doch klar. Oh, jetzt haben die mich gesehen. Kira, kommst du? Ja, du kommst klar, gut. Das war geil. Mitten im Sprung den Machtsprung eingesetzt. Das sah voll episch aus gerade. Besiege den imperialen Scharfschützen. Was? Extra Wünsche. Jetzt gebe ich erstmal die Nebenquest ab. Wenn ich immer hier bin. Thank you.
So. Und nicht anders. Hey Tweeling, Aufgabe erledigt. Gib Geld. Ich habe dafür gesorgt, dass die Ingenieure die Arbeit beenden konnten. Die Bahn sollte jetzt problemlos funktionieren. Kubala fango no jibo. Mukini makolunki ni at bompa boshuda. Nein, ja, knapp 1000 Credits ist nicht wirklich viel gewesen gerade. Naja. Alter, die Fliege, genau, die läuft mir gerade auf dem Monitor lang. Jetzt über den Bildschirm. Ey, das Vieh nervt. Dass du halt immer noch nicht einfach das scheiß Viech killst. Ja, ich hab halt keine Fliegenklatsche. Ich könnte mit Haarspray und Feuerzeug hinterher rennen. Wäre aber ein bisschen zu brutal, denke ich. Ich hätte Angst, meine Bude in Brand zu stecken. Ich krieg das schon irgendwann. Irgendwann folgt die mir aufs Klo, wenn ich so richtig sterbe, ihn abdrücken muss. Und dann liegt sie tot auf dem Boden. Ich weiß auch nicht mal, ob man das am Mikrofon hört, wenn die hier lang fliegen. Bei CO2 hat man es ja immer gehört. Ja, bei der habe ich es aber bisher noch nie gehört. Dann sind die Einstellungen alle perfekt bei mir. Aber man hört den Baulärm. Baulärm? Das oh. Bohren. Achso, ja, das ist jetzt irgendwie Ruhe. Na, jetzt nicht mehr, ich meine am Anfang. Das hat mich auch angekotzt. Hey, wieso muss ich dort rein? Finde Offizier Silas. Hab ihn nicht gefunden, ich bin wieder raus. Hallo? Oh, lass mich doch in Ruhe! Oh, warte mal, den hätte ich tun müssen, der leuchtet. Kira, kämpf weiter, los, du schaffst das. Eine neue Robe. Stufe 55er Robe, 1030 Rüstung, die ziehe ich an. Die ist besser als meine jetzige. Kannst du dich im Kampf wechseln? Schön! Kira? Warum bist du noch nicht fertig? Oh, jetzt muss ich dem Palawan noch zur Hand gehen. Und hier leuchtet es lila. Ruhestandstoken schon wieder? Habe ich doch schon ein paar. Naja. Was war das? Oh, was ich machen müsste, ist mal wieder meine Typsis hier arbeiten schicken. Wrackbergen. Wertsachen suchen. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Und hier zu Ende bringen. Jetzt habe ich keine Kapuze mehr auf. Aber ein Stirnband. Ja. Niemand.
wir das so? Doppellichtschwurf. Lichtschwertwurf. Silas, da oben. Hä? Nee. Doch. Irgendwo. Naja. So. Die Überwachungsstationen sind zerstört und das Gebiet ist gesichert. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, euch persönlich zu begegnen. Jetzt kann die Republik eine vernünftige Verteidigung einrichten, ohne dass das Imperium ihnen auf die Finger schaut. Ich bringe meinen Trupp jetzt hier raus, bevor sonst noch jemand kommt. Vielen Dank für eure Hilfe. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Trotzdem, ihr habt uns gerettet und vor allem habt ihr dem Imperium Sand ins Getriebe gestreut. Die Imperialen werden Augen machen, wenn die Republik zuschlägt. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Oh nee, bitte nicht. Ach, 10,06 und 10.000 Credits. Ah. Okay. So. Nebenquests abgeschlossen. Und ich hoffe, jetzt kommt keine mehr. Und wenn doch, Alt und F4. So, Scharfschützen wegklatschen. Wo muss ich dazu hin? Da lang. Ich liebe das Autofahren. Wenn du nicht hinguckst, fährst du mal irgendwo dagegen. War da was? Nee. Coronet Zoo. Die haben hier ein Zoo? Okay. Why not? Interessanter Zoo. Gibt es nicht mal Grünzeug in den Gehegen? Die Gehege sind so klein, also die Absperrung. Das ist ja ein Witz. Ach nee, hier geht's nach unten rein. Ah! Warum sind die alle Tiere tot? Es sind irgendwie immer die gleichen Tiere überall drin. So schnell stirbt niemand. Liedernes. Ach, schon wieder die Token. Okay, in den Gehege sind immer die gleichen Tiere. Das ist voll der coole Zoo. Guckst in ein Gehege rein, hast du alles gesehen. Unsere Scanner haben eine Gruppe imperialer Kampfläufer entdeckt. Die
die hierher unterwegs sind. Tut euer Bestes, um die Kampfläufer außer Gefecht zu setzen. Ihr müsst feindliche Linien kreuzen, um sie zu erreichen. Also nehmt euch in Acht. Ich würde immer beschissen. Oh, beschissener. Ich glaube, drei Kreuze, wenn ich den Planeten durch habe, dann muss ich hier nur noch einmal hin, um Scheiß Datacron zu sammeln. Ich sag mal so, ich brauche noch Jahre gefühlt. Hier kommen immer neue Quests. Das ist. Nee. Die Hauptquest, die zieht sich ewig hin gerade. Das ist ja wirklich die Hauptquest oder die Hauptquest des Planeten? Die Hauptquest des Planeten halt. Es gibt ja einmal diese Hauptquest, Reise nach Erdogan, ist klar, aber Ärger im Paradies und die Ionen. Ja, kann man. Ich habe gerade grünes Schlachtfeld. Das ist das Einzige, was ich habe. Na gut. Ich muss jetzt Kampfläufer zerstören, die auf dem Weg sind. Dazu muss ich die Dinger erstmal finden. Finden? Die sind genau bei diesem Punkt, wo man dann hin soll. Steht ja auf der Map, wo man hin muss. Und jetzt falle ich hier auch noch runter. Schön. Nee, nee. Du hast die jetzt Hauptstory schon durch. Wenn du nee, nur kennst. Da, wo du bist. Ich mach dir ja mal gleich mit im Quartal. Mit dem Bereich da. Also den Teil, den du da hast, den habe ich schon, ja, aber noch lange nicht komplett. Keine Sorge. Hallo? Hallo? Och, kämpfe gegen 20 Typsis. Ja. Jetzt endlich mal bei mir die Nummer 5 auf. Was soll denn? Na, endlich! Was soll das denn? Was ist das da? Toter Kampfsoldat? Oh nee! Oh nee! Schon wieder eine Nebenquest. Oh Mann. Wie war das mit Alter 4? Ey nee. Chuta, Kasa Yali Koirado Kanki Kong. Kabatumpa stupa makinsa lika. Jubola wawuni kupa tonti dogmatisa. Sind halt Quests, die man entweder jetzt erst sieht oder... Man sollte seine Gefühle immer unter Kontrolle haben. Yapawakulka doroni kuna da wunda tonko. Ni ompi putmalia bedwana ni opni bobo chek chupa goma. Jiliska chanaga wani chika kospa ini kukate.
Ich bin so schnell wie möglich dort. Ich muss wieder Leute befreien gehen. Was habe ich denn hier? Beinkleid von Adaskorp. Stufe 61. 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. 2, 6, 8, 309. 268, 309, Präzision, 108 Angriff, 123 Präzision, 100 Angriff und, nee, es wird vertickt. Farbkristall Orange ist in der Knarre drin, okay. Sag mal, das ist ja auch gleich dort, naja, dann. Machen wir die gleich mit. Dann machen wir die gleich mit. Ich habe wieder einen Ohrring bekommen. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Nee. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Was ist hier drin? Stufe 75 Armschiene. Ja. B. Rätselhaften Austausch. Hier. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Da lang. Ich kann sicher sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Was ist das hier für ein fetter Tunnel? Irgendeine Quest, wo ich nicht reinkomme. Kira, kümmere dich mal, ich muss die Dinger hier anklicken. Ich weiß nicht, für was das ist. Panzerabwehrrakete. Aha. Das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Ich hab grad ein bisschen Angst vor dem, was hier noch kommt. Zieh das mal runter an die Leiste, danke. Bewegen die Viecher sich? Nö. Schon mal ein Vorteil. Baum zu verstecken. Ich hätte den halt echt fast nicht gesehen, obwohl der breiter ist als der Bogen. Rakete? Morgen. Hä? Wie, hä? Hä? Wie, morgen? Ach so! Ich hab Phoenix of the Night guten Morgen gesagt. Was? Nee, das ist doch Pillarloot, das ist doch meist nur Geld. Und Hallöchen, Phoenix of Night. Das ist doch meist nur Geld. Mir geht's super bis jetzt. Ich weiß nicht, was noch kommt irgendwie so. Hallo? Schieße ich in den Quark ab? Warte mal, jetzt habe ich irgendwas vertauscht.
Scheiße. War das so? Lichtschwertwurf? Ja, genau. So. Erst das Putt. Bei den Läufern hab ich mir eine Gebrauchsanweisung gewünscht, weil die Beine leuchten zwar, aber man muss auf den Körper schießen. Die krachen vor allem auch nicht mal zusammen, was eigentlich Standard wäre. Das ist ja... Das ist naja. Wahrscheinlich das Schwerste fürs Kommen. Pump, wen hab ich jetzt angegriffen? Den da hinten. Oh, ich gibt's nicht mehr lange. Ey, Stufe 60, Darko. Und du so? Au. Komm ja nicht mehr weiter. Jetzt muss ich erstmal XP sammeln. Zerstöre den imperialen Kommunikationsknoten. Wo sind die schon wieder? Oh nö, leck mich am Arsch. Ein Jedi mit einer Panzerfaust auch mal was Neues? Hat eigene Panzerfaust? Ein Jedi mit einer Panzerfaust auch mal was Neues. Natürlich, ich musste die Raketen für die Läufer abschießen. Ach so. Was ist das denn? Ach, das ist die Nebenquest. Lull. Phoenix, hast du das Game zufällig auch? Und wenn ja, weißt du, warum ich ab Level 60 nicht mehr auf Level 61 leveln kann? Ich bin die Rettung. Schade. Jo, Nebenquest ist erledigt. Nice. Dago, das Spiel mag dich nicht, deswegen darfst du nicht weiter leveln. Bei mir ist es so, ich komme bestimmt bis Stufe 75. Ich glaube, 75 ist sogar das Maximallevel. Ich sag mal so lange meine Stärke vom Lichtschwert und so weiter alles noch trotz. Nicht Level erhöhen, erhöht wird, ist ja alles gut. Nee, wird eben nicht mehr erhöht, du kannst es ja nicht mehr aufwerten. Es gibt ja noch Aufwertungsteile für Stufe 75 und 73, 72 oder sowas, das kannst du ja alles nicht einbauen. Dein Lichtschwert wird nicht mehr stärker werden. Seid schon irgendwo scheiße. Muten wir halt. Ja, das langsame Leveln, das haben wir auch die ganze Zeit. Ich kann mir halt super vorstellen, dass man sich für den letzten 15 Level halt ein Abo holen muss, wenn man das halt aktiv weiterspielen will. Da vielleicht ein bisschen kacke. Warte mal ganz kurz, ich verstehe jetzt noch so kaum was. Phoenix, dafür gibt's ja dann ab und zu mal so eine Sachen wie XP-Boost. Die kann man dann zum Beispiel aktivieren. Die darf ich ja nie aktivieren und will ich auch gar nicht. Da wäre ich ja jetzt schon. Du, ich hab Level hier 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mal XP-Boost für 1 bis 3 Stunden. Von 25 bis 50. Ich hab 11. Ja, 16 mal habe ich. Von 25 bis 50 Prozent, Prozent XP-Zusatz. Brauche ich nicht, weil auf dem Planeten kriegst du halt en masse ja. XP. Oh ne, ich habe abgebrochen. Das finde ich sowieso immer das Witzige. Man wirft und wo ist die Sprengladung hin, die man wirft, wenn man abbricht? Springt man hinterher und holt sie sich oder wie? So, Titte noch.
Das ist wieder Posten bekommen, ich konnte nicht gekriegt. So, was ist Teil 3? Kampfdruiden sichern, was? Stell Kommunikationseinheiten im realen Kampfdruiden sicher. Das ist ein Dezimator-Druide, das ist also kein Kampfdruide. Ich weiß, kann aber die Hälfte nicht aktivieren. Was? Warum? Ist einfach nur Rechtsklick drauf. Ja, dann hat er vielleicht sowas kostenloser, geringer Klassenmissionserfahrungsschub, die habe ich auch. Da steht immer, wenn man direkt so die der Klassenmission erfahren kann, kann ich mit allen allgemeinen Erfahrungen aktiviert werden. Oder was auch immer. Ja, ich bin gerade so gut, da gehen wir mal rein. Das sind so rote XP-Teile da. Die könnt ihr auch nicht verwenden. Kostenloser geringer Klassen. Ich kann es anklicken bei mir. Eine Stunde lang sämtliche gewonnene Erfahrung durch blablabla 25% erhöht. Ich kann es bei mir anklicken. Ne? Den Ruhmschub kann ich erst ab Stufe 75 benutzen. Erheblicher Ruhmschub kann ich benutzen. Ich kann eigentlich alles bis auf den normalen Ruhmschub, der für Stufe 75 ist, benutzen. Ja, ich kann diese roten zum Beispiel nicht verwenden. Ja, du hast eine scheiß Klasse, Darko. Ich krieg ja sowieso pro Planet ungefähr 10 Level mehr als du, also juckt mich die Erfahrung eh nicht. Dafür krieg ich immer Bonussachen, die du irgendwie nicht kriegst. Ja, was meinst du eigentlich mit Bonussachen? Na, ich habe zum Beispiel 10 Slots mehr als du im Menü. Ja komm, das liegt aber ja wegen deinem Dingsbums. Das hat ja einen Grund. Tja. Und wenn dieser Grund jetzt auch da damit zusammenhängt, dass du weiterleveln kannst, dann finde ich es absolut unfair. Ich muss, ey, wisst ihr was? Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich aktiviere jetzt dieses Peilding, scheiß auf Teil 3 der Bonusmission. Ich muss doch irgendwelche Kampfdruiden sichern. Ja, mach doch. Naja, ich hier rennt kaum Kampfdruide rum. Ne, doch, per Wiese so. Goldene Dinger halt. Und die lassen dann sowas Gelbes halt, so ein Loot-Teil fallen. Aber zu 100% hat jeder. Darko, ich muss Kommunikationseinheiten der imperialen Kampfdruiden sichern. Ja, eben. Hier sind keine Kampfdruiden, hier sind hauptsächlich nur Menschen und irgendwelche anderen Druiden. Ja, eben diese anderen Druiden. Einfach jeder Druide, der ein Druide ist, einfach klatschen. Ich teste das jetzt an dem hier. Wo kommt die Alter? Wenn das nicht der Fall ist, Darko, ja, bann ich dich für 3 Wochen von Minecraft Server. Wenn es der Fall ist, bann ich dich nur 1 Woche. Vor allem diese Drohungen hast du schon bei einer anderen Sache, so wie, wo du diese andere Maschine brauchst, von Minecraft gemacht. Und auch da hatte ich recht. Denk dran, ich habe immer noch Soulstone und Wizardköpfe im Gepäck. Dafür muss ich erstmal Unrecht haben. Und? Kämpfst du noch oder passt es? Das ist keine Kommunikationseinheit, das ist eine Druiden-Kommunikator Kompo Punkt Punkt Punkt. Das ist nicht das, was ich sammeln muss. Auch wenn sich die Zahl erhöht, es ist nicht das, was da steht. Darko? Ich werde gleich die Konsole öffnen. Ich habe keinen Bock, gegen diese fetten Druiden zu kämpfen, ey, ganz ehrlich. Ich wieder gegen 10.000 andere Typs, die es kämpfen, die im Weg stehen. Bei mir ist das so wie auf dem ersten Inventarplatz gefärbt. Ja, okay, das ist ja für dieses Wochenteil, diesen komischen Markt auf Narshada da. Und das hier kann ich ja nicht benutzen, weil das alles Stufe 61 bis 75 ist. Neuesten 6 Angriffe auf
obwohl das eigentlich nur der Todesstoß ist. Toll. Warum habe ich immer noch die Raketen im Gepäck? Keine Sorge. Weilbaum. Gibt's hier noch so einen fucking Druiden, der hier draußen rumsteht? Billo-Druide? Nö, ein Ziff. Warte mal, was? Stufe 49, Oberherr. Nee, der muss sterben. Ich bin hier der oberste Herr. Der ist eine Lachnummer. Da ist er tot. Und es gibt nur Geld, Beobachtungsaufzeichnung. Findet da oben noch irgendwo ein Druide rum? Was meinst du mit Nein, nicht vom Server? Ja, ich soll nicht vom Server werden, oder? Schätze ich mal, dass er das meint. Wenn du Darko kennen würdest, würdest du dir wünschen, dass er vom Server gebannt wird. Warum? Weil ich mit meinen Vermutungen zu 99% recht habe? Naja, übertreib's mal nicht. 50%. 70. 49. Komm, das letzte Mal, wo ich hier. 45. So, du mal weniger nachkommen. Ja. Kann ich die Bombe vielleicht auf den schießen? Nö. Ja, guck mal, hörst du auf mich hier und so? Du Blödes. Hast recht, ich höre jetzt schon das Ego, das raus. Genau. Schwört euch ruhig alle gegen mir. Das imperiale Kommandozelt. Fick dich, ich muss jetzt genau in die Mitte rennen, oder was? Ja. Ach nee, das ist am Arsch der Map. So. Und überall sind Gegner. Da oben irgendwo. Ich müsste mal ein Päuschen machen. Meine Lunge auffrischen. Eine Reise? Da, wieder taufrisch. Doch. Warte mal kurz. Oh, ich hab
Ich habe hier unten in der Leiste eine Fähigkeit, die aktiviert sich nur kurz bevor der Gegner down ist. Also wenn der so 15% Leben noch hat, weil das nennt sich Wirbelklinge und ist halt so gesehen ein Todesstoß, weil die ordentlich Damage macht. Seit neuestem, also seitdem ich vorhin ein bisschen rumgekriegt habe, aktiviert die sich schon am Anfang des Kampfes, was nie der Fall war. Das ist ganz seltsam. Minus ein Angriff, aber der Rest wird stark erhöht, zieh mal an. Ja, kannst du mal und so bitte, ich will sehen, wie das aussieht. Was ist das Quadratlatschen, ey. Das sind ein paar Quadratlatschen, ne? Das ist ja schlimm. So, dann ist der fertig, C2. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Wertsachen suchen. Hier, das ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Oh yeah, das war der Kaffee. Hat man halt richtig genommen. Raus, raus, muss raus. Das führt sonst nur zu Problemen. Bounce. Alter, 5000 Damage bekommen gerade. Von einem Sturz. Naja. Da. So schnell stirbt niemand. Ich habe den Treffpunkt erreicht, General Apes. Gute Arbeit. Die Republik hat sich um die restlichen Sondereinheiten des Imperiums gekümmert. Die Soldaten, denen ihr begegnet seid, waren von der Imperialen Garde, der elitärsten Kampfeinheit der Galaxis. Wenn die Imperiale Garde in großer Stärke auf Corellia ist, ist die Schlacht noch lange nicht geschlagen. Zuerst müssen wir an ihnen vorbei. Oh. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir müssen die Imperiale Garde finden, bevor sie uns findet. Die beste Chance haben wir, wenn wir ihre Befehle zurückverfolgen. Die Imperiale Kommandozentrale ist nicht weit von hier. Bringt sie mit einem Stift unter eure Kontrolle. Unsere Techniker scannen dann nach Befehlen, die Imperiale Garde betreffen. Nachdem die Sondereinheiten ausgeschaltet wurden, könnte die Imperiale Garde angreifen. Ihr habt die Republik schon sehr weit geführt. Unsere Soldaten verschaffen euch so viel Zeit, wie ihr benötigt. Das Imperium stört die Frequenzen unserer tragbaren Kommgeräte. Kontaktiert mich über die Imperiale Kommstation, wenn ihr das System angezapft habt. Die Kommandozentrale ist die letzte imperiale Basis im Axialpark. Dringt dort ein und findet heraus, was sie im Schilde führen. Die Erweiterung, also doch kein Abo. Ich weiß nicht, ob die im Abo drin sind. Oder was die Erweiterungen überhaupt sind. Das sind DLCs. Wenn du Star Wars startest, hast du doch zum Anfang meist so ein... Naja, da wo du dein Passwort eingibst. Ja. Wenn du das gemacht hast, öffnet sich ja ein neues Fenster, wo dann du unten auf Spielen klickst. Und da ist zum Beispiel die neueste Anzeige ist ein DLC davon. Ah, okay. Kostet wahrscheinlich auch 6 Euro oder so. Wird ein bisschen teurer sein. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Es ist nicht mehr LucasArts, sondern Disney. Und Disney will Kohle machen. Die sind geldgeil. Also. Genau, aber ich mache jetzt hier kurz ein Päuschen.